Grüezi und willkommen bei Büsli TV. Ich bin jetzt rund 2 Wochen in Südfrankreich unterwegs. Mit dem Gepäck habe ich 3 verschiedene Campingstühle, die ich euch heute einmal näher vorstellen werde. Das ist zum einen auf der einen Seite der Robins Observer, dann haben wir den Outwell Ulswater und den Campa Lumbashare. Der Stuhl, gegen den wir die anderen 3 Stühle vergleichen werden, ist natürlich der Original-Campingstuhl aus dem California, den ihr alle kennt. Die Nachteile dieses Stuhls dürften euch auch soweit überall bekannt sein. Zum einen natürlich die sehr wackelige Bauweise, das heißt hier vorne das Frontgelenk, das gerne bricht. Da gibt es übrigens Reparaturhülsen, wer sie noch nicht kennt, ich werde sie euch in der Videobeschreibung einmal verlinken, mit denen ihr also ein gebrochenes Kunststoffgelenk hier vorne mit sehr, sehr wenig Aufwand ersetzen könntet, sodass ihr den Stuhl nicht ersetzen müsst oder euch über euer Autohaus neue Stühle kaufen müsst. Aber die anderen Vorteile oder besser gesagt die anderen Nachteile sind natürlich auch altbekannt. Zum einen kippelt der Stuhl sehr, sehr schnell und sehr, sehr leicht, weil er eben unten nur einen Querholm hat und keine Einzelbeine. Er ist sehr, sehr luftig gearbeitet. Das heißt, wenn ihr abends draußen sitzt, gibt es schnell ein kaltes Kreuz, einen kalten Rücken. Und die Rückenlehne ist sehr niedrig gearbeitet, sodass man sich also auch gar nicht vernünftig anlehnen kann. Beziehungsweise der Frontholm vorne, ich finde ihn eben auch dort sehr unbequem. Er drückt ziemlich in den Oberschenkeln, sodass diese Stühle also für mich keine gute Alternative sind. Und ich darum eben einiger Zeit schaue, was gibt es an anderen Stühlen auf dem Markt, die man eben ja, gegen diesen Stuhl austauschen kann. Als erstes werde ich euch jetzt den Campa Lumbashare zeigen. Der Campa Lumbashare wird geliefert in einer Tragetasche. Das heißt, wenn ihr ihn irgendwo mit zum Strand nehmen wollt oder irgendwas, könnt ihr ihn euch auch einfach umhängen. Er wiegt immerhin 5,2 Kilogramm, hat Abmessungen von 96 x 29 x 23 cm. Mit diesen Abmessungen könnt ihr ihn gerade so noch quer hinter die Rückbank legen. Alternativ müsst ihr ihn halt hochkant hinter eure Rückbank im Ocean oder im Coast stellen. Wer den Beach hat, hat natürlich ein bisschen mehr Breite hinten im Fahrzeug. Ja, da stellt sich also dieses Problem dann letztlich nicht. Belastbar ist er bis 120 Kilogramm. Ihr könnt die Tasche einfach simpel öffnen und zieht den Stuhl heraus. Jetzt braucht ihr ihn nur einmal auseinanderfalten und schon ist er einsatzbereit. Was den Stuhl von seinen Funktionalitäten auszeichnet ist, und darum heißt er auch Lumbashare, dass er eine verstellbare Lordosestütze hat. Ihr könnt das hier ganz gut erkennen. Die ist also hier mit Klett befestigt und ihr könnt sie in der Höhe verändern. Und wenn ihr dann im Stuhl entsprechend drin sitzt, könnt ihr also über die Gurte diese Lordosestütze entsprechend an euren Rücken anpassen und also die für euch bequemste Sitzposition suchen. Dazu hat er dann hier fest integriert einen Getränkehalter, den ihr ein- und ausklappen könnt. Ja, und was er nicht hat, ist eine verstellbare Rückenlehne. Das heißt, die Rückenlehne ist starr und ich finde sie auch ein wenig niedrig. Das heißt, den Kopf hinten anlehnen geht genauso wenig wie eben beim Original. Auch der Outwell Ulswater kommt in einer praktischen Tragetasche. Er wiegt 5,9 Kilo, ist damit etwas schwerer als der Campa und auch etwas größer als der Campa mit Abmessungen von 110 x 20 x 17 cm. Dieses kleine bisschen mehr an Packgröße sorgt allerdings auch schon dafür, dass ihr ihn nicht mehr quer hinter die Zweierrückbank im Ocean oder im Coast stellen könnt oder legen könnt, sondern eben diesen Stuhl nur aufrecht stehend hinter der Rückbank transportieren könnt. Wer den Beach fährt, hat das Problem nicht. Ja, das heißt, im Beach könnt ihr diesen Stuhl auch noch weiterhin hinter die Rückbank legen. Wenn wir ihn auspacken, können wir auch diesen Stuhl ganz, ganz einfach und schnell auseinanderfalten. Und wir sehen hier auf der Rückbank, auf der Rückseite eine kleine Arretierung. Das heißt, wenn wir diese Arretierung schließen, dann steht dieser Stuhl also auch sehr, sehr stabil. Und selbst wenn ihr ihn verschiebt, kann er also nicht zusammenklappen. Das ist also einfach nochmal ein Stück zusätzliche Sicherheit. Der Stuhl hat genauso wie der Campa sehr, sehr breite Füße, die eben sich auch leicht verbiegen, leicht verstellen lassen, um sich dem Untergrund anzupassen, dass also beide Stühle nicht kippeln. Und was mir hier
am Outwell sehr, sehr gut gefällt, ist eine dreifach verstellbare Rückenlehne. Das heißt, ihr habt hier über diese Arretierungen die Möglichkeit, die Rückenlehne in drei Neigungswinkeln entsprechend einzustellen. Und auch die Rückenlehne selbst ist ein ganzes Stück höher ausgebaut als beim Camper, sodass ihr also hier eine wirkliche Rückenlehne habt, wo ihr euch komplett hinten anlehnen könnt und nicht wie beim Camper die Rückenlehne nur auf Nackenhöhe oder beim Originalstuhl ja sogar noch niedriger entsprechend endet. Auch dieser Stuhl verfügt über einen fest integrierten Getränkehalter. Das heißt, auch da ist abends das kühle Getränk gleich greifbar in der Nähe. Ein ganz besonderer Stuhl ist der Robbins Observer. Der Robbins Observer hat ein Packmaß von nur 48 x 10 x 13 cm und wiegt nur einfache, leichte 1,2 kg. Das heißt, dieser Stuhl ist auch perfekt, um ihn irgendwo mal im Rucksack mitzunehmen oder tatsächlich zu einem längeren Ausflug, Wanderung, Strand oder. Ja, hat gleichzeitig aber eine Belastung, genauso wie die anderen Stühle, von 120 kg. Aufzubauen ist er mit einem Gestänge. Das heißt, in der Tasche selber ist zum einen der Sitzbezug, dann eine praktische Aufbauanleitung und das Gestänge, was hier von einem kleinen Klettgurt auch schön zusammengehalten wird. Der Aufbau ist wie bei einem simplen Zelt. Das heißt, man sieht hier ganz schön, diese Gestänge sind alle miteinander über Gummizüge verbunden. Und man braucht also tatsächlich diese Stangen jetzt nur in die korrekten Löcher zu stecken und schon ist der Grundrahmen fertig aufgebaut. Was mir an diesem Stuhl zudem ganz gut gefällt, dass die Tasche selbst wie ein kleiner Organizer in das Stuhlgestänge jetzt eingehängt werden kann. Das heißt, ich fädele diese Stange hier einfach drüber, nehme diese eine Stange hier nochmal raus, stecke die Tasche drauf, schiebe sie nach unten. Und für alles, was ich an irgendwelchen Kleinteilen habe, Schlüssel oder was ich irgendwo mal zwischenlagern will, habe ich jetzt also eine kleine Tasche in den Stuhl integriert. Was ihr jetzt noch machen müsst, ist die Sitzauflage aufziehen. Das heißt, diese wird einfach hier unten über die Gestänge aufgesteckt. Ihr dreht dann die oberen Gestänge entsprechend korrekt aus und steckt die Sitzbezug entsprechend oben auf und schon ist auch dieser Stuhl fertig. Trotz dieser Leichtbauweise und nur 1,2 Kilogramm Gewicht, wie gesagt bis 120 Kilogramm belastbar, er ist eher schmal geschnitten. Das heißt, die Rückenlehne legt sich, schmiegt sich hier sehr, sehr gut und sehr, sehr deutlich an euren Körper an. Was mir an dem Stuhl nicht so gut gefallen hat, ist, dass verschiedenes Zubehör tatsächlich nur als extra erhältlich ist. Zubehör wie zum Beispiel breite Füße. Das heißt, dieser Stuhl hier hat im Vergleich zum Camper oder auch zum Outwell sehr, sehr dünne Füßchen. Das heißt, wenn ihr einen sehr weichen, sehr sandigen Untergrund habt, könnte es passieren, dass dieser Stuhl natürlich schnell einsinkt. Er wird von Haus aus mit keinem Getränkehalter geliefert. Es gibt hier eine Befestigungsöse, wo ihr also den Getränkehalter extra kaufen könnt und dann entsprechend am Stuhl befestigen. Und es gibt hier zusätzlich eine, sie nennen es glaube ich Komfortauflage, die ihr hier drüber ziehen könntet, die zum einen mehr gepolstert ist, zum anderen aber auch hier die Lüftungsschlitze verdeckt. Das heißt, wenn ihr im Herbst oder bei kälterer Jahreszeit oder bei mehr Wind entsprechend in diesem Stuhl sitzt, dann wird es hier im Rücken- und im Nierenbereich nicht so kalt. Die Rückenlehne selbst ist schön hoch gearbeitet. Das heißt, auch hier kann man sich sehr, sehr gut anlehnen. Hier oben ist noch so eine Verstärkung eingearbeitet, sodass also auch dieser Sitz grundsätzlich einen sehr, sehr guten Komfort bietet. Wenn ich für die Kategorie Komfort jetzt meine Punkte vergebe, dann würde ich die Punkte wie folgt vergeben. Der Originalsitz des Californias bekommt von mir nur einen Punkt, insbesondere weil er eben sehr, sehr luftig ist, sehr, sehr kippelt, eben die Beinauflage zu kurz ist, sodass sie in die Beine hineinschneidet und die Rückenlehne einfach auch viel, viel zu niedrig ist. Die
zweitschlechtesten Platz würde für mich in der Kategorie Komfort der Robins belegen. Der Robins ist eben einfach sehr, sehr schmal geschnitten. Die Füße sinken sehr schnell ein. Das heißt, ich bräuchte die breiteren Füße und die Komfortauflage zunächst noch als extra zu kaufen. Und eben bei Wind, wenn es sehr windig ist, dann fliegt dieser Stuhl übrigens auch relativ schnell weg, sodass man ihn auf jeden Fall mit einem Zelthering und etwas Schnur am Boden sichern und befestigen sollte. Der Platz 2 geht an den Camper und der Platz 1 geht hier an den Outwell Ulswater, insbesondere wegen seiner dreifach verstellbaren Rückenlehne, eben auch der relativ hohen Rückenlehne, sodass eben der Kopf auch schön entsprechend angelegt werden kann. Und eben für mich hat der Stuhl einfach die besten Gesamteigenschaften. Alle Stühle selbst können übrigens, wenn ihr so einen kleinen Klapphocker noch mitnehmt, auch als Liegestuhl umfunktioniert werden. Und auch hier zeigt natürlich der Outwell seine Stärke. Durch die Rückenlehne kann man das also hier in eine wunderbar bequeme Position bringen. In unserer nächsten Kategorie geht es jetzt ein Stück weit um die Funktionalität. Funktionalität ist für mich insbesondere das Sitzen am Tisch. Und der Tisch, den ich zum Vergleich heranziehe, ist natürlich der Originaltisch aus dem California, weil der so schön im Fahrzeug integriert ist, dass ich den auf jeden Fall nicht gegen einen anderen Tisch austauschen würde, höchstens einen weiteren Tisch ergänzen würde, wenn ich denn deutlich mehr Tischfläche oder Ablagefläche benötigen würde. Der Originalstuhl ist natürlich perfekt auf den Tisch abgestimmt von der Höhe. Das heißt, hier kommt dem Stuhl sehr zugute die sehr, sehr steife, aber auch sehr, sehr senkrechte Sitzfläche und Rückenlehne. Die Sitzhöhe beträgt etwa 40 cm, sodass ich also hier wirklich perfekt zum Essen, zum was auch immer ich am Tisch machen möchte, etwas arbeiten oder hier sitzen könnte. Aber eben auf unebenem Boden, man sieht das hier, glaube ich, ganz gut, ist das doch auch wieder eine sehr, sehr kipplige Angelegenheit, weil dieser Stuhl eben keine 4 Einzelbeine hat, sondern eben unten diese 2 Querholme. Der Camper Lumbershare hat von allen Stühlen die höchste Sitzhöhe. Das heißt, hier am Oberschenkel gemessen haben wir etwa 42 cm Sitzhöhe. Und weil die Sitzauflage relativ stramm ist und wir eben nicht sehr tief einsinken, haben wir hier also insgesamt eine ganz gute Höhe am Tisch. Die Rückenlehne ist etwas stark geneigt. Das heißt, wenn ich mich zurückgelehnt an diesen Tisch setzen möchte, müsste ich jetzt natürlich den Teller zu mir heranziehen oder ich müsste mit dem Stuhl näher an den Tisch heranrutschen. Wenn ihr das macht, müsst ihr allerdings aufpassen, weil die Füße dieses Stuhles sind hier beweglich und sie klappen beim Heranrutschen gerne herum, sodass ihr eben dann doch nicht die breite Auflagefläche des Stuhls auf dem Boden habt und zusätzlich könnten hier diese Scharniere beim Umklappen dann also auch beschädigt werden. Der Outwell Ulswater hat eine Sitzhöhe von etwa 40 cm, ist damit also deutlich niedriger als der Camper oder eben auch der Originalstuhl. Man sieht das hier schon, selbst wenn ich sehr, sehr dicht am Tisch dran sitze, habe ich hier eigentlich ja keine ideale Höhe zum Essen oder auch um irgendetwas zu arbeiten, weil ich die Arme dabei doch jedes Mal etwas anheben muss. Auch die Rückenlehne ist hier, dadurch, dass sie eben eher auf Komfort gearbeitet ist, selbst in der senkrechten Stellung und weil sie eben schön weich nach hinten nachpolstert, eben doch etwas stark geneigt, sodass ich relativ weit vom Tisch entfernt sitze. Der Robins Observer kommt auf die niedrigste Sitzhöhe von nur etwa 37 cm und man sieht, glaube ich, hier bereits sehr, sehr deutlich, auch wenn ich nicht versuche, an den Tisch heranzurücken oder den Tisch an mich heranzuziehen, das ist jetzt also zum Essen oder zum Arbeiten am Tisch natürlich keine gute Lösung, sodass eben in der Gesamtbewertung Funktionalität der Robins von mir jetzt auch nur den letzten Platz und einen Punkt belegen würde. Der Outwell würde 2 Punkte bekommen, der Camper 3 und der Originalstuhl, weil er natürlich perfekt auf den Tisch abgestimmt ist, die volle Punktzahl von 4 Punkten. In der Kategorie Verstauen und Transportieren geht es letztlich darum, wo lasse ich die Stühle, wenn ich sie eben nicht auf dem Transport oder für den Transport schon komplett wegräumen möchte, sondern zunächst einfach mal nur über Nacht oder weil ich meinen Platz für einige Zeit, für eine Fahrradtour oder ähnliches verlasse, zwischenparken möchte. Die Originalstühle lasse ich dann in der Regel
hier vor dem Beifahrersitz, den ich entsprechend ja gedreht habe, entsprechend in den Fahrgastinnenraum etwas verschoben habe und darum dort einiges an Platz zur Verfügung habe. Das könnt ihr so ähnlich auch machen mit den anderen vorgestellten Stühlen. Das heißt, im Falle des Robins Observer müsst ihr lediglich die hinteren Stützbeine herausziehen und herunterklappen. Der Stuhl bekommt dadurch ein relativ flaches Profil und ihr könnt ihn hier vor den Beifahrersitz stellen und auch einen zweiten Stuhl könntet ihr genauso an der gleichen Stelle positionieren, weil diese Stühle sich ganz gut so wie zwei Schalen ineinander nesten lassen. Auch vom Camper und vom Outwell könnt ihr zwei Stühle hier im Frontcockpit unterbringen. Dazu könnt ihr einen Stuhl vor dem Beifahrersitz stellen und den zweiten Stuhl legt ihr einfach quer auf den nicht gedrehten Fahrersitz. Das heißt, hier habt ihr nicht die Möglichkeit, beide Stühle vor den Beifahrersitz zu bekommen, sondern ihr müsst es aufteilen, den einen auf der einen Seite, den anderen auf der anderen Seite. Das gibt dann in der Bewertung auch einen kleinen Punktabzug für Camper und Outwell. In die Heckklappentasche vom California passen ja zwei der Originalstühle hinein. In eine dieser Öffnungen würdet ihr alternativ aber auch vier der Robins Observer Stühle bekommen. Während der Camper noch ganz gut quer hinter die Rückbank passt, müsstet ihr den Outwell seitlich auf dem Radkasten aufliegen lassen. Alternativ könnt ihr den Outwell allerdings auch hochkant hinter die Rückbank stellen. In der Kategorie Verstauen und Transport liegt also der Robins Observer ganz, ganz klar auf Rang 1, gefolgt vom Originalstuhl, der natürlich an diesem Ort in der Hecktasche ja seinen angestammten Platz hat, gefolgt vom Camper, gefolgt vom Outwell Ulswater. In der Gesamtbewertung würde ich es jetzt, wenn ich die Punkte zusammen addiere, so sehen, dass der Originalstuhl tatsächlich immer noch auf 8 Punkte käme, wobei ich ihm aufgrund der mangelhaften Qualität, ja, ich hatte ja angesprochen, dass die Gelenke sehr, sehr schnell brechen, noch einen Punkt abziehen würde. Das heißt, er hätte dann 7 Punkte. Genau auf die gleichen 7 Punkte kommt auch der Robins Observer, ebenso der Outwell Ulswater und der Camper Lumbershare käme nach der Punktevergabe auf 8 Punkte und wäre dann in diesem Vergleichstest der Sieger. Wobei man natürlich sagen muss und sehen muss, so das Schweizer Taschenmesser unter den Stühlen haben wir bisher noch nicht gefunden. Das heißt, ein Stuhl der höchsten Komfort, beste Einstellmöglichkeiten, beste Funktionalität als Liegestuhl, genauso aber auch eben am Tisch zum Essen und dann natürlich kleinstes Packmaß, sodass man also auch 4 Stühle einfach im Bus mitnehmen kann. Das gibt es irgendwo auf dem Markt bisher noch nicht und darauf warten wir, glaube ich, alle. Aber unter diesen 3 vorgestellten Stühlen, je nachdem, wie man seinen Schwerpunkt setzt, ob eben auf Komfort oder auf Packmaß, findet man sicherlich einen sehr, sehr guten Stuhl, der deutlich besser ist als das, was eben werkseitig mitgeliefert wird. Okay, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt wieder genau der richtige Moment dafür. Aktiviert auch die Glocke dazu, dann verpasst ihr keines der nächsten Videos. Und dann sehen wir uns bald wieder hier auf Büssli TV. Macht's gut, ciao.